wollten einfach einen verstörenden Beginn für euch erzeugen. Ja. Damit ihr gar nicht wisst, was hier passiert. Herzlich willkommen zu Teil 18 bei Games und Gassenlauf. Ab 18. Extrem. Aber jetzt ist es auch wirklich ab 18. Ja, jetzt ist es wirklich ab 18. Ab jetzt ist es dann ab 18. Alle die Schmuddeleien an. Alle weiteren Teile sind ab 18. Richtig. 18 plus. 18 plus. Nee, quasi. Aber es wird wirklich durchgeknallt hier. Ich höre schon wieder was. Also ich habe hier schon einen bei Killer 7. Und wir gehen jetzt, lieber Dominik, wir gehen erstmal ins Spiel und dann gehen wir im Spiel nach draußen. Also erst gehen wir rein, dann gehen wir raus. Genau. Das alte Rhein-Raus-Spiel. Nur vorhin auch zwischen den Teilen. Braucht ihr nicht verstehen. Das müsst ihr nicht verstehen. Ich stelle diesmal einen Timer, wo ich ihn gerade mal sehe. Achso, mir fehlt, ich wollte gerade sagen, mir fehlt irgendwas in der Hand. So, aber jetzt, habt ihr jetzt kommt die verstörende Zwischensequenz, die ich meinte. Ja, wir waren ja gerade immer im Fitnessclub, sind nur kurz raus. Ja. Warum auch immer sind wir zu Gas hingewechselt. Aber wir mal ganz kurz mussten. Ja. Nochmal kurz in den Wohnwagen pullern gehen und dann geht's weiter. Time to say your prayers. Zwei sind wir. Help. Ja, der hat aber seine Prayers nicht gerade. Forgive me. Forgive me. What was that? Do I sense regret? Also, der Petro ist schon ein Arschloch, weil der hat die Kinder rangeschafft für den Organhandel. Ja. Just like that. Didn't you notice the dead bodies behind you? Huh? Your folks. No. You're lying. Your wife's name is Pamela, right? Pamela Anderson. And your son, Paul. Paul Anderson. What have you done to them? Ah, Pamela sure has a mole in a unique place. You know, it kind of turned me on. Das meinte ich mit relativ verstanden. You didn't. Also. You bastard! Paul, he's such a sissy. He didn't even try to save his mother. What are you teaching your kids? Das erinnert mich aber an irgendeinen Film. Fuck! Es ist ja generell so dieser... Do you feel the hate swelling? That hate that comes from your grudge? It's merely a reflection of you. Ask yourself, Pedro. How many children have you killed? Mary? You mean your little girl, Mary? Mary, where is she? Ah, right here. Das ist das, was ich meine, mit relativ verstörend, also. Ja! Ja. Ich sag ja, ist eigentlich schon harter Scheiß. Also war ja so braun Scheiben. Oder dunkle Scheiben. Das sind diese arschfreien Hosen. Ne? Ah ja. Hubert Nuttenkiller. Der Hubert Nuttenkiller. No Spoiler. Das ist schon relativ hart. Also. Das ist schon ziemlich. Nee, also. Klar, jetzt werden wir sagen, ja. Saw 1 bis 3 hat allein 5 solcher Szenen, aber es ist halt einfach. Aber genau das gleiche, woran erinnert mich das? Ja, das ist in vielen Filmen, gibt solche bestimmten, ja. Wo der Bösewicht hyperböse böse ist. Das ist doch richtig superböse. Let's get out of here. Und die nicht einfach nur umbringen, sondern erst noch sagt hier. Ja, ja, genau. Und deine Frau und Kinder und sowas sind alle ganz gefährlich. Okay. Das ist in dem Koffer. Tja. It's just an innocent little child. Ich kenne die ganze Zeit ein Kind mit sich rum. That's atrocious, ain't it? Du, wo du schon so guckst, das ist ein Kind. Der trägt die ganze Zeit ein Kind in seinem Koffer rum. Kinderkoffer. Hinterhalt in Curtis Haus. Ja. Auftrag 37. Noch, das ist ja der zweite Teil von Begegnung. Und wir haben immer noch denselben Auftrag. Aber warum steht der Auftrag 37? Das ist der 37. Auftrag der Killer 7. Ach so. Wir haben ja bei Auftrag 33 angefangen. Und jetzt gehen wir da. Wo was? Da kennen wir das Auto nicht. Ja. Achso, ist sie. Ist die gute Ayame! Ja. Ist auch hier im Blackburn anwesend. Stimmt. Meister, das reicht nicht! Das reicht uns nicht! Das reicht uns noch nicht! Lebendig. Ich muss viel strenger sein. Du bist doch der Sklave. Ich muss wachsam bleiben. Harmens Name. Um Gottes Willen. Wir wollen das Blackburn anwesen. Gehen wir mal rein. Mal gucken, wie viel Geld man so verdient mit Leuten umbringen und Kinderorganhandel. Ja. Scheint relativ viel zu sein, weil es relativ groß ist, das Anwesen.
Nicht schlecht, ne? Ist überall solche Kameras hängen. Aha. Oha. Boah, ja, schön Autos hier drin. Was ist das? Das sind diese Bomben, Fred. Bomben? Ach, hier, mit denen wir die Rübe aufmachen und so. Wow! Gut. Oh, du hast null Aufladung. Ja, ja, ich fange immer bei null an, sozusagen. Das reicht nicht! Sie müssen mal eine Karotte benutzen! Wie oft hat man diesen Satz schon gesagt? Das reicht doch nicht! Du musst doch mal eine Karotte noch benutzen! Ja. Weißhaar. Weißhaar. Also, der gute Curtis. Sieht zwar normal Huberts aus, aber es ist Huberts K. Huberts K. Aber in Wahrheit durch schwere Sicherheitsmaßnahmen geschützt von Hubert Nuttenkiller. Hubert Nuttenkiller. Mit dem Vierauge. Gehen wir lieber auf Number Safe. Number Safe. Gehen wir auf Number Safe. We are going on Number Safe. We are better going on Number Safe. Or else. Or else what? Exactly. Weißt du? Wie ist das denn im Deutsch? Bei South Park, wo Randy mit irgendwelchen Quark betraut wird, weil er ja Wissenschaftler ist. Ach so? Und die, das sagt die, die diese... Ah ja, ist ja Geologe oder nicht? Bürgermeisterin dann, wo die dann erzählt, or else, or else. Du bist der beste Geschichtenerzähler. Exactly. Na egal, das ist ein... Das muss man gesehen haben, damit man es versteht. Ja, ich würde es jetzt auch nochmal sagen. Man hat auch nur 7 Saves, nicht sehr lustig. Ja, ich finde nett. Meinst du eigentlich, dass die Zahl 7 eine besondere Bedeutung in dem Spiel hat? wer weiß, Dominik. Kannst du nicht sagen. Ich bleib an der Sache dran. Du bist da an was. Ganz, ganz heiße Spur hast du. Guck mal, man scheint, also morgen, das scheint recht gut zu sein. Sehr lukrativ, sagst du. This is too easy. Immer Fettblut, ne? Wow! Geh mal hier. WSW. Wir müssen nach Westen, Südwest. Oh, 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 Achtung! Ah, geschafft, weil wir die fette Dämonenknarre haben. Fettblut. Naja, aber der hat jetzt kein Blut. Du hast ja nur. Ui! Das war Kanapee. Was ist hier? Ein Wassertank. Oh, was für ein Geruch. Das ist wohl das Klo. Das Wasser. vielleicht den Zeitring. Oder den alten Gestank. Okay, vielleicht brauchen wir dann einen anderen. Ein Windring. Ja, das war wegwehen. Ja. Den Windring, würde ich sagen. Ah, Windring heult nicht. Kleiner, ist keine Heulsäge. Okay, alles klar. Das heißt, hier gehen wir lang. Vorsicht. Hab ich nicht gesehen. Wirklich nicht. Ich hab nichts. Aber ich hab dir nichts gesagt. Weil du ein fieser Sack bist. Ich wollte mal gucken, ob du es auch so merkst. Hier kannst du jetzt aber mit... Weil der kann sich ja unsichtbar machen. Der kann sich unsichtbar machen und dann sieht er natürlich auch... Dann sieht der Laser ihn nicht. Und der Laser denkt, da läuft gerade jemand durch, aber der ist ja unsichtbar. Dann lass ich ihn mal in Ruhe. Ab in die Garage. Hätten wir auch von der anderen Seite gehen können, aber... Aber wollten wir nicht. Was soll's, ne? Vielleicht ist es eine andere Garage. Sicherheitsterminal. Okay. Siehst du, der hat nämlich noch... Kartoffelfeld? Ah, ne, Kartoffelfeld. Kartoffelfeld! Hallo, Mr. Smith. Ach, das ist wieder hier der mit der Maske. Ja. Ich verkaufe eine Information. Es ist so einfach. Bilden Sie in der Garage eine Schlange aus 9 Autos? Ach, das kenne ich. Scheiß auf die Maske. Scheiß auf die Maske. Wir schießen nicht auf die Maske. Ja. Da habe ich auch schon mal erzählt, ne, dass es früher so ein Computerspiel gab. So muss es aussehen. Ja, das ist doch leicht. Das ist doch leicht. Was gab es für Probleme? Müssen die Farben auch stimmen? Nein. Das war's schon? Nein. Müssen die Farben stimmen? Ich glaube nicht.
Das ist ja Quatsch. Also wir müssen das. Das Blaue muss hier vorne weg, sozusagen. Was? Das muss doch noch. Ja. Also ich würde sagen. Das. Oder? Ja, du kannst ja alles machen eigentlich. Du willst das nächste nachrücken und dann das Blaue runter oder was? Was machst du denn? Du machst es so, immer wieder rückgängig. Du machst es immer einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Okay, also. Jetzt das Ganze hier nach da. Nach da. Und jetzt, mal, ich berühre es erstmal noch mal nach da. Nochmal nach da. Ja, ich weiß ja nicht, wie die das genau wollen jetzt hier wegen, wisst ihr? Nochmal nach da. Und dann nach unten. Oder müssen die Farben wirklich stimmen? Nein, das hast vollkommen recht. Müssen die Farben? Und dann nach unten. Nee, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das... Aber das ist doch... Doch. Und dann? Ja, das kannst du doch nicht gewinnen. Na klar. Alter, ganz schön viele Autos, der gute Curtis. Ein Stück. Was hat die jetzt für einen Ring? Den Susi. Susi-Ring? Den Susi-Ring. Hallo! Kotflügel-Ring. Wo die überall ihren Kopf halten, ne? Nicht nur nicht in Wolken. Perfekt gemacht. Für eine Sommerromantik. Auch nicht mit der Susi. Er kam auf seinem Lieblingsrad angerollt. Oh, das gute, ist hier wieder... Daddy Langbein. Schleichst du mal im Fenster. Aus dem zweiten Obergeschoss schleichen. Was sind das denn für Schuhe? Das sind die besten Schuhe. Fallschuhe. Hier, so geil. Zufällig! Was hat denn der für einen Stein genommen? Fetten Ziegel! Ja, die gute Susi ist keine Nette, also... Deswegen heißt sie auch nicht Annette. Das ist der Energiering. Energy Ring. Die Wände waren auch ein bisschen gepolstert. Das ist aber nett von ihr. Das Zimmer. Harmenzimmer. Einzelhaft. Klapsmühle. Der letzte Halt für Killer. Ja gut, die Susi ist ein bisschen bekloppt. So und tschüss. Tschüss, liebe Susi. Ja. Bleibt doch mal schön unserem Auto leben. Jetzt können wir nämlich den Energiering wegschmeißen und gucken, ob wir mit dem Wasserring weiterkommen. Energy! Oh. Was hast du dir gedacht? Ich muss erstmal dran rubbeln. Ich hab den. Jo. Oder einen anderen Ring? Schon der Energiering, oder? Muss ich vielleicht einen bestimmten Smith dafür nehmen? Energie-Smith! Warte, wie gut. Vielleicht Dancing Boy, der hat immer viel Energie zum Dancen. Ich muss mir erst die Sicherheitsmaßnahmen abschalten, damit er... Vielleicht können wir auch zum Wassertank mit dem Energiering, keine Ahnung. Das können wir auch. Und dann die Energie freisetzen. Hinter mir. Dreht um. Okay. Da kommt noch so ein August hier. Mist. Oh. Mist. Ins Gesicht. Achso, ich muss ja nicht nachladen. Nee, mit dem Messer-Ulf. Mit dem Messer-Ulf, da muss ich nicht nachladen, so. Oh, hier, komm, die ganze Truppe an. Feind verlangsamt. Ach, du verlangsamt. Naja. Nein! Ich will mit Iwasaru sprechen. Natürlich, wer will das nicht? Meister!
Das reicht nicht! Das reicht uns noch nicht! Du wirst auch mal die Karotte benutzen. Das ist völlig ineffizient. Wir müssen ihn festnageln, wie Jesus damals. Wir hätten seine Schwester mal festnageln. Du hast die Pause falsch gesetzt in den Wörtern. Entschuldige. Nur der Hellion kann das, also es ist Dan übrigens, ist der Hellion. Keine Ahnung, ja, warum er der Hellion heißt. Naja, der hat halt viele Namen, so wie halt Messerwolf auch manchmal Kevin genannt. Seine Freunde. Aber nur für seine... Seine Freunde heißt der Kevin. Das ist eine verrückte Lache. Könnte man sich fast angewöhnen. Mach das Ding auf! Ist Sperma die Lauscher. Da kommt noch einer. Das sind uns? Ja. Ich dachte, ich lasse dich mal nicht in die Pfanne laufen. Falle laufen. Cool. Seite blockiert, okay. Da ist ein Pool davor oder was? Da ist der Pool blockiert. Da wird ein Pool davor geworfen. Da lachen sie. Tuscheln doch irgendwas aus. Da brauchst du bestimmt einen Ring. Ja, ich guck, ich denke. Das war's. Kannst du mir nicht mal Mut zusprechen? Nö, stattdessen Dood. Hast du ja ganz toll gemacht, Philipp. Das hast du da rein interpretiert. Ich habe nur gesagt Dood. Aber was soll ich denn Mut zusprechen? Du bist doch schon Dood. Kann man dir keinen Mut mehr zusprechen? Das ist ja, als würdest du sagen, weiß ich nicht. Bei der Beerdigung. Ja. Du schaffst es! Steh wieder auf! So wie mit den Ebola-Zombies. Oh. Was denn? Das ist gemein. Oh. Weil ja gerade bei uns wieder Ebola. Welche die Zombies, die dann wieder aus den Gräbern aufstehen, da kannst du sagen. Hast du es nicht gelesen? Nein. Aber es soll wohl eine Ente sein. Eine Ente? Ebola-Enten? Die Ebola-Enten-Zombies. Son of a bitch. Son Ebola, of a Beach. Ebola-Enten-Zombies. Ebola, kennst du nicht? Na, na. Son of a Beach. Schneller. Weniger schnell. Jetzt schneller. Schneller, weniger schnell. Jetzt wieder schnell. Okay, dann gehen wir gleich dahin. Zu dieser komischen Statue. Vielleicht hat er ja, ist das ja wirklich sein Brotkoffer und er hat da immer so einen 12-inch Sub oder so. I'm a queen. I can feel no remorse for seeing a dead body. To me it's merely cold, rotting flesh. Immer wieder Dan. The man. The man? Dan the man und Dandy the Mandy. Über den Hustensaft weg hier. Das ist meine. Ach, warum? Warum war mir nicht Games und Limonade? Games. Das wäre nicht so spaßig, oder? Games und Hustensaft. Das wäre noch lustiger! Games in Liquid Ecstasy. Okay, das Spiel und Liquid Ecstasy. Oh Gott. Ich glaube, da schiebt man ja einen völligen Film. Da denkt man ja hier sonst sowas. Da denkt man ja hier, Mensch. Jetzt brauchst du den Energie. Ah, ich muss auf das Ding da schießen. Eis da in der Mitte. Ring, ja, auf das Herz da von der Statuette. Aber erstmal kommt sie wieder. Ne. Ah, doch, doch, doch. Kommt schon noch. Okay, dann musst du den super Schuss wahrscheinlich nehmen. Der Schuss liegt im Dreck. Da liegt doch noch was. Da steht hinter dem Zaun und lacht. Steht da hinter dem Zaun? Da kommen sie! Da kommt, oh Gott!
Die haben sich sogar synchronisiert. Oh, das ist natürlich gut, wenn er weit weg steht und einfach auf die Bombe schießen und dann machen sie sich gegenseitig kaputt. Das ist nicht verkehrt. Aber hast du gesehen? Ihre Klappen waren synchron. Ihre Klappen waren synchron, synchrone Klappen. Die sind schon so lange zusammen hinter einem Zaun gestanden. Die haben gelacht, die haben sich sogar synchronisiert. Hey, my buddy Frank, we go way back. We go way back. Retro monopolisiert den Markt der weisen Kinder Organhandel. Markt. Oh, die Mädchen von den alten Mann, die Jungs für Retro. Ja. Weisen kann man nicht. Mit Schwarzen noch besser. Oh. Ja, Tripper, Syphilis. Und siehe da, schon reichte die Kontrolle des jungen Max. Ah. Also Pedro hat irgendwie die Macht an sich gerissen im weißen Organhandel-Kartell. Okay, aber der ist jetzt schon aus dem Weg. Der ist jetzt schon tot. Der beim Squash-Spielen. Squash, also Sport ist Mord, liebe Freunde. Ja, aber ich sag's. Da vor dir direkt. Alle. Da schießt ihn ab! Was ist das? Hat der noch einen Schlafanzug oder was? Ach, der war gepanzert. Das ist auch immer so ein toller Trick von den Spieleentwicklern. Ja, wenn dir die Gegnertypen ausgehen, den Gegnertypen gepanzert. Denken Sie mal drüber nach, das reicht uns nicht. Wir brauchen die Kamera. Nutzen Sie doch mal den Karotte und machen Sie nicht die gleichen Fehler wieder. Haben Sie den Riss schon vergessen? Gott sei Dank. In Harmons Namen. Die Maske wirkt hier Wunder. Erinnern sich an die Fähigkeit Kannst der Maske. Kannst du die Maske aufsetzen? Kommt Jim Carrey um die Ecke. Gott, ich verlaufe mich total. Also irgendwas soll verhindern. Der blockiert ja aber alles. Nichts passiert. War irgendwas? Ihr Brieftaube! Ach, Bianca. Hat man lange nicht mehr. Stimmt. Welche ist es jetzt? Ist es wieder Bianca? Xenia! Lieber Emil, ich bin recht hartnäckig. Doch das wirst du mir gewiss vergeben, denn du hast mich immer noch nicht bezahlt. Oh Gott. Du wirst so oder so alles bezahlen, das versichere ich dir. Ich werde dir deinen Schlag des Herzens mit meiner Hand zerquetschen. Ich schütze dich. Die heißt zu sich haben, weil sie einen Kredit besucht hat. Ein absichtliches Niveau vom nationalen Wachprogramm. Das nationale Wachprogramm. Ich fürchte, die eine der Direktoren, nachdem sie beim Smith-Syndikat Arbeit suchte, wurde sie eliminiert. Der Junge heißt Kess Blutsonntag. Was? An einem Sonntag getötet. Er war so kriminell, dass ihn selbst das Smith-Syndikat erst nicht töten wollte. Ein eiskalter Killer, er war so immer noch so weit gekommen. Eiskalt! Der Name des Informanten ist Yun Yun. Yun Yun. Ihm gehört die Union Hotelkette. Also Yun Yun Union. Genau. Hat ihm sein Ende ereilt. In der Rezeption waren viele Promis, aber trotzdem waren nur wenige Zeugen. Also Yun Yun Union und Rezeption. Ich glaube, das ist etwas mit dem Süßen geheimnis, man sagt, der Zwischenfall im Hotel soll unter den Teppich gekehrt worden sein. Ah, also. Er lässt sich im Psychen um das Mystikat versammeln sich und jede davon ungekochten Verbrecher im 15. Jahrhundert sind keine gewöhnlichen Mörder. Es sind übermenschliche Monster, die Psychos für fair halten. Ich will nur ein einziges Mal melden. Johnny. Tschüss, Xenia. Xenia, mach's gut. Xenia Onatop. Onatop? Onatop. Onatop. Xenia Onatop. Kennst du nicht? Das ist James Bond. GoldenEye, die Böse. James Bond. Was ist das denn? War der nicht 1966 Schwergewicht-Weltmeister? James Bond. James Bond, ich erinnere mich. Ich erinnere mich nicht. Blum. Blum. Aber wir brauchen jetzt relativ viel schon. Wir brauchen viel. Wir brauchen einen so einen Pott zum Update. So einen Pott Kaffee. Draußen nur Kännchen. Oh. Pott Blut. Pott Blut. Ein Pott Blut. Okay, wir können nicht speichern. Das heißt, wir müssen irgendwie weiter durchs Haus eilen. Eilen wir weiter durchs Haus. Ja. Oh, auf der Toilette konnten wir schon. Ich
Da. Ach, hier wieder der Panzer von Klaus. Oh, jetzt hat er dich. Aber wir haben ja genug. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind, ganz ehrlich. Ich glaube, wir müssen in Richtung Halle. Ach, hier noch so. Panzerklaus. Den habe ich gleich getroffen, da habe ich nicht diese Panzerung weggeschossen. Ach, da ist der Riss! Oh, was war gerade? Alle lecker, Kamin. Wasser gegen. Also plakativer Kampf kann man es ja nicht machen. Oh. Ist da hinten wenigstens mal Harmens Zimmer? Wir müssen ja noch so lange spielen, bis wir speichern können. Noch eine Seele. Na sag mal, die gibt's ja wie lange mehr. Okay, das machen wir jetzt noch schnell und dann. Nächsten Teil dann Kurt Blackburn fragen. Hier waren wir doch schon! Aber bin ich bei oh. Kai. Oh! Kannst du gar nicht sterben, wenn du gerade auf dem bist. Doch. Das ist ein Sicherheitsgerät. Mach. Ein Sicherheitsgerät. Das ist aber im Leerlauf gerade. Okay, dass man einen Gang einlegt. Vielleicht ist es Energie versorgt. Sicherheit. Sicherheit geht vor. Okay. Gleich mal mit. Energy. Sicherheit. Push. Muss kann pushen. Kann ich nicht, da es nicht, da es im Leerlauf ist. Okay. Ha. Das ist wahrscheinlich erstmal ein Hauptschalter. Ich habe keinen Plan. Also wir mussten hier auch noch diesen Wassergeruch und so. Keine Ahnung. Rätsel über Rätsel. Oh, was ist hier los? Wow! Sissy Smile. Nee. Warum? Sissy Smile ist doch cool. Oder war da vielleicht Harmens Zimmer? Ist der mit Sissy Tapfer wann? Sissy Smile. War da vielleicht Harmens Zimmer? Das kann natürlich sein. Aber nochmal. Wir haben ja irgendwo mal gespeichert. Ja, ich weiß gar nicht mehr wo. Oh, Iwasaru, danach könnt ihr vielleicht Harmens Zimmer. Ja, das sieht aus wie ein Busch. Das reicht nicht! Sie müssen Karotte benutzen! Sie machen alles falsch! Nun, an diesem Punkt wäre es Ihnen bestimmt lieber, wenn ich Ihnen das nicht sagen würde. Aber die Karotte. Lieber. Ich gehe Ihnen einfach aus dem Weg. Mhm. Ja, wissen wir. Der Feuerlöscherring. Der Feuerlöscher! Pool. Vielleicht kommen wir jetzt im Pool. Endlich. Pool. Erstmal die Gegenstände da wegschieben. Oh. Das ist ein Pool. Das ist tatsächlich ein Pool. Ich könnte eine Lampe gebrauchen. Vielleicht der Energiering. Eine Duschlampe. Scheiße, ich hab die Coyote. Ah! Geh zurück zu Harmens Zimmer. Gut, dann machen wir das jetzt noch. Geh mal zurück zu Harmens Zimmer und dann machen wir im nächsten Teil weiter. Ja. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Nützt ja nichts. Das ist doch Kacke. Kacke, Mann. Den Film habe ich letztens erst wieder gesehen. Kacke, Mann, Film. Na, hier, Dodgeball. Dodgeball. Voll auf die Nüsse. Einer der beklopptesten, aber gleichzeitig besten Filme von Ben Stiller, Vince Vaughn. Das ist auch witzig. Wenn du einem Schraubschlüssel ausweichen kannst, kannst du auch einem Ball ausweichen. Wenn du einem Auto ausweichen kannst, kannst du einem Ball ausweichen. Das ist so cool. Oh, das macht gar nichts. Oh. Zurück aus dem Haus. Aber in den Garten zurück. Für den Garten reicht's. Nur die Harten kommen in den Garten. Die Herderinnen haben eine Gärtnerin. Oh, das ist alles furchtbar. Guck mal, Neo-Akustik. Vorsicht, der hat's gelacht. Sollen sie doch lachen. Geh zurück zu Harmens Zimmer.
Wir müssen da draußen vorher diesen Wassertank und dieser Sicherheitssache, das müssen wir vorher irgendwie was machen. Aber ich weiß nicht was. Okay. Aber hey. Aber hey. So viel dazu und das kommt dann später. Ja, im nächsten Teil dann. In Teil 19. Du rutschst schon wieder über deinen Stuhl, das ist ja nicht damit anzusehen. Nee. Da muss man ja selbst pinkeln. Muss ich pinkeln, das ist bloß dieses... So, der Stuhl hier. Ich sitze hier seit 6 Teilen auf so einem harten Gartenstuhl. Harten Gartenstuhl. Früher hatten wir hier so ein... Ach, das wollte ich doch gar nicht. Früher hatten wir so ein schönes Sofa. Das kommt auch bald wieder. Das kommt bald wieder. Aber... Aber das, das hat noch eine Schonfrist. Bis es wieder uns herhalten muss. So. Okay. So. Gut. Tolle Wurst. Dann machen wir hier Schluss. Beim nächsten Teil geht's weiter. Im Anwesen von Curtis Blackburn, der einen Pool hat und Sicherheitssysteme. Und alles, was und man so braucht. Bösartige Gegner. Alles, was man so braucht. Als Hubert Nuttenkiller. Liebe Freunde, in Teil 19 geht's dann weiter. Hier bei Games und Gerstensaft Extrem. Mit Killer 7. Macht's gut, bleibt nicht zu nüchtern. Liken, subscriben und kommentieren freut uns wie immer sehr. Ja. Vor allen Dingen Dominik. Ich freue mich ja wie ein kleines Schnitzelchen. Ihr müsstet ihn mal sehen, wenn hier... Wenn ich da sitze und denke, oh, da kommentiert wieder jemand. Oder da liked wieder jemand. Da denke ich, oh. Macht's gut. Tschüss.